Herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures. Genieße Teil 5 meiner Offroad-Motorradreise durch Marokko. Ja, hinziehen. Nachdem Anton sich in Guelmim seinen vierten Hinterradreifen auf dieser Tour besorgt hatte, gab es leckeren Taijin-Schmortopf und wir deckten uns mit Wasser und Lebensmitteln ein. Denn jetzt war es Zeit für das nächste Highlight auf unserer Reise. Die Plan Blanche. Ein über 30 Kilometer langer Strand, den man bei Ebbe mit den Motorrädern befahren kann. Die Flut, die kam jetzt relativ schnell und ich habe mich jetzt hier aus einem kleinen Felsvorsprung gerettet und ich hoffe mal, dass das Ganze auch ausreicht, dass das Wasser nicht bis hier rüber kommt. Der Anton ist da hinten und ich denke mal, der wird jetzt auch versuchen, hier zu mir zu kommen.
zurückfahren? Ich fahre wieder zurück, ja. Ich bleibe hier nicht. Du kommst hier nicht um das Kap rum. Und ich fahre raus und fahre dann über Land raus. Dann aber jetzt schaffst du es nicht mehr zurück? Doch, doch. Deswegen starte jetzt und fahre. Da wären wir am Strand. Der Anton hat sich jetzt verpisst. Kann man nicht anders sagen, ohne halt zu schauen, wie der kommt und ich schaffe. Wie auch immer, er war losgedüst. Dieser Spot war wahrlich traumhaft. Ich beschloss kurzerhand in den Dünen meinen Schlafsack und die Isomatte auszurollen und erst am nächsten Morgen bei Ebbe zurück Richtung Strandausgang zu fahren. Wann bekommt man denn sonst die Möglichkeit, an so einem außergewöhnlichen Ort zu übernachten? Eine Exkursion. Tag 9 brach an. Zeit, meinem Campingspot Goodbye zu sagen und am Strand zurück Richtung Echatea El Abid zu fahren. Doch um dem Strand zu entkommen, musste ich genau dahin fahren, wo man auf gar keinen Fall stecken bleiben möchte. Direkt an die Wasserkante. Nachdem ich keinen Reisepartner mehr hatte, der unnötig Zeitdruck aufbaut, konnte ich gemütlich in den Sonnenaufgang fahren. Die Sonnenstrahlen brachen sich in der Windschutzscheibe, die salzige Luft kroch in meine Lungen und das Summen des Motors vermischte sich mit dem Krächzen der Möwen und dem Rauschen des Atlantiks. Ein Gefühl von absoluter Freiheit.
Boah, eieiei. Ja, ich habe jetzt gerade erst die Steinwüste durchquert und dann die Sandwüste. Ich bin ziemlich fertig, muss ich ehrlich sagen. Und bin jetzt hier in so einer ganz alten, ja, was wird das sein, eine alte Festung gelandet. Habe hier ein bisschen Schatten und versuche mich ein bisschen auszuruhen. Das war echt der Ritt des Todes und sollte man definitiv nicht alleine machen. Habe ich aber. Na gut. Lebt die Taubenpacke. Also eigentlich sollte das heute eine ganz entspannte Tour werden auf der Straße nach den ganzen Quälereien der letzten paar Tage. Ja, ich war so gestern schon das Moped abkärchen, alles vom Sand befreien, vom Salz befreien, habe die Kette gemacht, den Luftfilter gemacht und mir eine ganz kleine niedliche Strecke rausgesucht. Und wie sich jetzt aber herausgestellt hat, ist das Ganze erst von der Schotterpiste dann in den ausgewachsenen Dreck übergegangen. Ja. Jetzt bin ich hier schon seit ungefähr 170 Kilometern unterwegs und habe noch weitere 100 Kilometer vor mir. Ja, puh. Also schweineheiß, also ungefähr 35 Grad. Aber wir geben nicht auf, wir halten durch, wir haben Spaß und das ist das Einzige, was zählt. Wenn du wissen möchtest, wie es in Teil 6 weitergeht, vergiss nicht, den Burning Feet Adventures Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken. Stay tuned!